Moin ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr auf meinen Kanal gefunden habt. Heute ist Freitag bei Kreativdepot, mein Lieblingsshop. Ab 16 Uhr gibt es da die neuen Produkte und ich zeige euch vorab wieder alles, was ich so Schönes bekommen habe. Ich bin Jenny von Charlies Mama und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß mit dem Video. Moin ihr Lieben und schon wieder eine Woche rum. Es ist wieder Freitag. Das heißt, neue Produkte ziehen in den Shop ab 16 Uhr bei Kreativdepot. Ihr hört schon, meine Stimme ist wieder mal richtig schön belegt. Ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem. Ja, also die Erkältung hat dann doch mal richtig Einzug gehalten. Wie nicht anders zu erwarten bei meinem Immunsystem. Nervt, aber müssen wir durch, ne? Thema heute, ein Grund zum Feiern. Deshalb auch das erste Stempelset, was zu dem Thema Original passt. Das ich euch hier zeigen möchte, ist wieder von Frau Blütenstempel. Oh, ist die Party schon vorbei, heißt es. Und hier habt ihr richtig geile Sprüche, wenn ihr mal eine Karte etwas später zum Geburtstag oder Gratulieren losschicken müsst, mal was verpennt habt oder so, ne? Kann ja passieren. Also hier oben ist der Spruch, oh, ist die Party schon vorbei? Dann leider zu spät, aber trotzdem von ganzem Herzen alles Gute zum Geburtstag. Dann hier eine Sprechblase, nachträglich Ausrufezeichen. Sorry, wie konnte ich deinen Geburtstag vergessen? Wie soll ich mich auch an deinen Geburtstag erinnern, wenn du nie älter aussiehst? OMG, sorry, also oh mein Gott, sorry. Ich habe gedacht, ich denk dran und dann habe ich doch nicht dran gedacht. Hier steht, vielleicht bin ich zu spät, aber das Beste kommt bekanntlich zum Schluss. Verspätete Geburtstagsgrüße, relativ klein, den finde ich richtig schön wieder. Ich mag aber auch die Schriftart hier mit diesen Lettern. Dann haben wir, gestern haben alle an deinen Geburtstag gedacht, heute nur ich. Es tut mir leid. Entschuldigung, ich habe deinen Geburtstag vergessen, aber du hattest schon so viele, da habe ich die Übersicht verloren. Und hier steht noch nachträglich die besten Wünsche. Nochmal wieder so ein bisschen. Klassischer, schlichter, ne? Und dann habt ihr hier noch zwei, nee, vier Motive. Im Moment funktioniert der Kopf auch nicht so ganz, also hoffentlich komme ich gut durchs Video. Also hier der Blumenstrauß, die Torte, hier ein Stück Torte und ein Geschenk, finde ich auch sehr schön. Alles so ein bisschen outline-mäßig, dass man das auch kolorieren könnte, ne? Finde ich sehr schön, das Set wieder von Andrea. Ja. Dann ist ja auch der Führerschein manchmal ein Grund zum Feiern. Und viele von euch haben, glaube ich, danach auch gefragt. Die machen dann auch Glückwunschkarten zum Führerschein, beziehungsweise ja. Wir haben hier zwei Sets zum Führerschein 1 und zum Führerschein 2. Beide von Papier und Passion, also von Sandra Möller gestaltet. Das erste Set hat Fahre nie schneller, als dein Schutzengel fliegen kann, als Stempelspruch dabei. Dann gute Fahrt, herzlichen Glückwunsch zum Führerschein und geschafft. Ein Rad oder eine Felge, ein Roller, hier so ein Mofa und ein Auto. Und das zweite Set hat jetzt hier das Fahrrad, das durchgestrichen ist dabei, so Finish-Zielflaggen. Dann mit 17, also endlich 17 oder endlich 18, also kann man auch Karten nutzen, für Karten nutzen zum 18. Geburtstag und nicht nur zum Führerschein. Dann hier unten einmal Englisch, yeah, you did it. Hier ist ein Motorrad jetzt dabei fürs Auto. Und hier nochmal in einer etwas schlichteren Schriftart, herzlichen Glückwunsch zum Führerschein. Das sind die beiden Sets also jetzt zum Beglückwünschen der Fahrerlaubnis. Dann würde ich sagen, gehen wir mal Richtung Weihnachten. Nehmen wir die drei Sachen hier und zum Schluss zeige ich euch meine Lieblingssachen erst. Also, es kommt ein neuer Stencil, heißt Sternenlayer Set und ihr seht schon, da sind drei Schablonen drin, die man übereinander legen kann, wo die Sterne immer kleiner werden in der nächsten Schicht. Ne? Hoffe, man kann das gut erkennen. Also drei Stück und dann könnt ihr die layern, also aufeinander schichten. Dann kommt noch mal wieder ein richtig schönes Set und zwar sind das die Weihnachtsdefinition 2. Da habt ihr jetzt wieder vier Wörter: Winter, Rentiere, Weihnachtsmann und Lebkuchen mit den jeweiligen Definitionen dazu. Bei Winter steht kälteste Zeit des Jahres, Zeit zum Schneemann bauen und Schlittschuhlaufen. Synonym: Väterchen Frost. Rentiere ziehen zu Weihnachten den Schlitten vom Weihnachtsmann. Synonym: großartige Flugakrobaten. Und bei Lebkuchen steht leckere Plätzchen zur Weihnachtszeit, fester Bestandteil des Weihnachtsgebäcks, Synonym Weihnachtskekse.
und beim Weihnachtsmann steht freundlicher älterer Mann mit weißem Rauschebart und rotem Mantel. Und hier zwischen habt ihr noch einmal so eine Linie mit Sternen, ne? Auch sehr schön immer. Und hier haben wir ein Set, das heißt Adventskalenderzahlen für kleine Text 2. Die sind gerade wieder in den Shop gewandert. Das sind die kleinen Text 2. Die sind ein bisschen größer als die kleinen Text 1, die ich sehr gerne nutze mit meinen kleinen schmalen Sprüchen auf Karten. Die sind halt ein bisschen breiter. Und wie ihr schon seht, wir machen das mal hier auf. Das Set, da passen die Adventskalenderzahlen aus diesem Set sehr schön auf die Stanzen. Ihr habt verschiedene Schriftarten, ihr habt sie ausgeschrieben oder als Ziffern. Hier zum Beispiel die 18 passt als Ziffer auf so einen kleinen Tag. Die 24 passt hier auf einen noch kleineren Tag. Aber zum Beispiel die 20 ausgeschrieben, könnte jetzt wieder auf so was Größeres hier drauf gestempelt werden. Die 19 noch größer, 22 noch breiter. Könnt ihr ja suchen, was da so passt ungefähr. Oder man kann sie auch hochkant drauf stempeln, ne? Und hier unten habt ihr bei dem Set noch erster Advent, zweiter Advent, dritter Advent, vierter Advent und ein paar kleine Symbole, die man noch überall dazwischen stempeln kann. Und ich finde zum Beispiel hier das Schneegestöber wieder sehr geil. So, ich muss kurz Pause machen, einmal ausschnauben. Okay, das war der winterweihnachtliche Anteil des Releases für diesen Freitag. Packen wir mal beiseite. Ich weiß noch nicht, ob ich Weihnachten jetzt schon wieder beackern möchte. Schauen wir dann. Ich habe im Moment irgendwie andere Projekte im Kopf und nicht Weihnachten. So, und jetzt kommen halt meine Lieblingsprodukte für diesen Freitag. Ihr seht schon, eine Riesenstanze. Also diese beiden Teile hier ist eine Stanze. Ich habe das schon ausgeschnippelt, aufgemacht und wollte nämlich gucken, wie groß das wird, um euch das besser erklären zu können und zeigen zu können. Sie heißt große Kaffeebecherbox und sieht zusammengebaut so aus. Es wird ein Riesenhäuschen. Kaffeebecherbox, ich habe erst gedacht, man kann dann da irgendwo den Henkel durchschieben oder so, aber ich glaube, die ist einfach so groß, dass man da wirklich einen Kaffeebecher drin verschenken kann. Muss aber nicht, weil das Haus einfach auch so als Geschenkverpackung ziemlich cool ist. Da passt richtig was rein. Also sie wird im Endeffekt 13 cm breit mal 13 cm, also quadratisch. Und von der Höhe her, das Seitenteil ist dann 10 cm hoch, aber wir kriegen ja noch so ein bisschen Dach mit dazu. Also sie wird noch ungefähr in der Mitte nochmal um 5 cm erhöht. Für diese Box reicht die normale A5-Stanze, Stanzmaschine aus. Die passt nämlich von der Breite her genau auf so eine Platte. Man muss sie allerdings mit Nachschieben durchkurbeln. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Man legt das Papier auf. Ich mache hier mein Plattengestell wieder. So. Rauskommen. Ihr kurbelt sie quasi. Das Papier muss so lang sein, logischerweise, wie die Stanze. Also ihr kriegt aus zwei Designerpapieren ein Haus. Zwei Stück müssen dafür draufgehen schon, ne? Oder beziehungsweise vier A4 Papiere. Einfach in der Mitte halbieren, dann passt das genau. Dann habt ihr dieses lange Stück Papier, was hier hinten noch so rüberragt. Legt es erstmal so drauf, kurbelt es durch. Die Stanze muss dann aber mit dem Papier verschoben werden. Also das Papier, was drunter ist, muss bitte mitgerutscht werden. Hier habe ich noch Reste von meinem Häuschen. So habt ihr das jetzt durchgekurbelt. Und dann schiebt ihr Papier und Stanze, was in der Regel doch ganz gut funktioniert, weil das Papier ja hier so schön eingestanzt ist, schiebt ihr dann nach oben und kurbelt den unteren Teil nochmal mit durch. So mache ich das. Wer da keinen Bock drauf hat, der muss sich halt das ganze Plattengeschoss von zum Beispiel Sizzix hier in meinem Fall, also von der Big Shot, auch in lang nochmal nachkaufen. Also diese Platten hier gibt es auch als lange Platten. Habe ich keine Lust zu, gebe ich kein Geld für aus. Ich kurbel das immer im Nachschiebemodus durch. Funktioniert auch sehr gut. Das heißt also,
zweimal Vorderseite, Hinterseite, zweimal die Seitenteile auskurbeln und dann könnt ihr hier so eine Box zusammenbauen. Dann habe ich hier noch mehr Fensterrahmen selber gemacht. Ich hatte mit Tina hier, Marlene Kreativ, schon telefoniert und die hat gefragt, wie hast du das gemacht? Hat meine Stanze, irgendwie fehlt da was bei meiner Stanze? Nö, ich habe dieses Rechteck hier genommen. Und nee, das habe ich nicht genommen. Ich habe das genommen, wo hier nur ein Fenster drauf ist. Habe mir dann ein Stück Papier zugeschnitten. So ein Rechteck. Wo mindestens diese Rechteckstanze nachher später drauf passt. Habe das so schön mittig aufgelegt. Mit dem Seitenteil hier durchgekurbelt. Dann hat dieses Rechteck ja hier diese vier Löcher drin. Und anhand dieser vier Löcher habe ich diese Rechteckstanze, die bei den Stanzenteilen hier mit dabei ist, ausgerichtet, dass alle Seiten schön den gleichen Abstand haben zu den Löchern. Also dann so nachher, nur das als Papier, ne? Und habe dieses Teil nochmal durchgekurbelt. Und dann kommen diese Fensterrahmen dabei heraus. Die sind nicht alle gleichmäßig, wie ihr seht bei mir, ne? Vielleicht hätte ich das andersrum auch kleben sollen, mit dem höheren Teil nach oben so ein bisschen. Aber fürs Auge, glaube ich, der Beschenkte wird es nicht sehen, dass die nicht perfekt gleichmäßig geworden sind. Jo, so viel zu der großen Kaffeebecherbox, die für mich eher eine Häuserbox ist. Eine große Geschenkbox, ne? Also da lässt sich auch zu Weihnachten, glaube ich, einiges schön gestalten als weihnachtliches Häuschen oder zum Nikolaus, dass man da auch ein bisschen mehr mit verschenken kann. Aber wie gesagt, noch bin ich nicht so richtig im Weihnachtsmodus. Deswegen habe ich erstmal dieses Papier hier benutzt, um überhaupt auch zu testen, was das werden soll, die Stanze. Das werde ich noch ein bisschen, ja, weiß ich nicht, blumenhaft gestalten, glaube ich. Und dann kann das auch als Inspiration durchgehen. Und jetzt kommen meine absoluten Lieblingsprodukte. Wir starten mal weiter mit den Papieren. Ihr seht schon, ich habe diesmal auch zwei Papiere mehr mitgenommen als sonst. Das traumhafte Blattwerk sieht so aus. Ich liebe einfach Gestrüpp, vor allen Dingen in so Grüntönen auch. Sehr schön. Und hier habt ihr auf der Rückseite wieder Punkte. Also das reiht sich in die Serie mit den Punkterückseiten ein. Ne? Hier habe ich nochmal die Spätsommerblümchen von letzter Woche, die ich auch so schön finde. Auch die Punkte dabei. Und hier haben wir ja noch die Herbstfreuden. Hier vorne ein bisschen bunt, hinten die Aquamarinpunkte. Und jetzt noch Mohnfreude von der Woche davor mit den Bordeaux-Punkten. Ach, es könnte auch ein richtig schönes Album werden mit Pünktchen. Jo. Und das zweite Papier ist, sind die Eukalyptuskränze, die so ineinander übergehen. Die sind so ein bisschen blau angehaucht, eher so ein bisschen ja, kühler. Finde ich auch sehr schön. Und hier haben wir noch mehr Punkte auf der Rückseite, hellblaue Punkte. So. Auch sehr schön, ne? Ich finde es richtig schön mit dem Pünktchen. Passt alles sehr gut zusammen. So. Aber ich glaube, ich konzentriere mich auf die Vorderseiten. Ich weiß es noch nicht. Ich möchte auf alle Fälle ein Album heute noch bauen, weil ganz viele ja nach dieser Ringbuchmechanik-Geschichte gefragt haben, wie das funktioniert. Das machen wir auf alle Fälle. Zu den Eukalyptuskränzen gibt es eine neue Stanze von Andrea von Frau Blütenstempel, heißt Eukalyptus und ich finde die auch wieder sehr schön. Auch sowas stehe ich ja, ne? Passt hier sehr schön dazu, wird mit ins Album kommen. Und dann hat Andrea hier noch ein Set namens Hashtag 1 herausgebracht und das ist genau meine Stempelgröße. Und da sind so coole Sprüche oder Wörter dabei, die man einfach so mit draufknallen kann. Und vor allen Dingen für Alben auch sehr schön
gemacht sind. Also, ich lese da mal vor, kann ein bisschen länger dauern. Schnapsidee, Hundemüde, Ocean Child, Zuhause, To Go, Sunkist, Glücksmomente, Ansichtssache, Schnurzpiep egal, Salzwasserherz, sorgenfrei, voll toll. Was sind wir da? Wann sind wir da? Nichts wie weg, Classy, Hauptsache die Haare liegen, Ausblick, Remi Demi, Hello Weekend, Bauchgefühl, Tuwabohu, Motzkopf, Sommernachtstraum, Knalltüte, Rambazamba, Landei, Donnerlittchen, Holterdiepolter, Zappenduster, Heidewitzka, Himmelblau, Zuckerpuppe, ganz mein Ding, Fernweh, die Sonne lacht, Plaudertasche, Barfuß, Offline, Stadtkind, Rückenwind, Ciao Bella, Abendsonne, Tourist, Schmollmund, Wanderlust, Weltenbummler, Knallvergnügt, Zweisamkeit, 5 Sterne, Spaßbremse, Seelenglücklich, Chili Milli, ich bin fix und fertig, fast wie früher, Wolkenleer, Sternstunde, 7 Sachen, Heimat, Family, Travel, Aufregen, folgt Sonne, weißt du noch, Roadtrip, Bergsüchtig, Yippie-yay, Schweinebacke, steht da nicht, Schweinebacke, aber das fällt mir gerade dazu ein. Happy Place, Chaka, Regentag und Fahrtwind. Ich lieb's. Ich finde das so geil für Alben. Total mein Ding. Aber eben auch so für Geburtstagskarten für Freunde, so eine Knalltüte finde ich geil und Motzkopf finde ich geil und naja, Zuckerpuppe sowieso. Ja, voll mein Album. Stempel, so heißen die Dinger, ne? Oh Mann. So, und jetzt für alle Siegelliebe-Fans, es gibt wieder einen Regenbogen. Es ist der Herbstregenbogen, denn er hat ein kleines Blatt dabei. Aber ich glaube, auch das ist ein richtig schönes Teil. Es haben ja viele nach dem Regenbogen aus der ersten Runde geschrien. Jetzt gibt es einen neuen Regenbogen und ich hoffe, ihr werdet damit glücklich, denn auch weiterhin sind das limitierte Editionen, die Siegelköpfe, ne? Wenn ausverkauft, dann ausverkauft. Und noch eine neue Neuheit. Wimpelliebe heißt dieser Siegelkopf. Und es ist der erste, der mal nicht rund ist. Er ist länglich und hat eine Wimpelkette mit Sternchen und Streifen dabei. Auch sehr cool. Ich denke, den werde ich auch ausprobieren auf alle Fälle. Sehr, sehr schön. So, sehr schön. Ich lieb's. Das sind wieder Produkte, die mein Herz so erfreuen. Glaubt ihr gar nicht. Vor allen Dingen, wenn es einem nicht so gut geht, kann man sich mit sowas auch wieder glücklich machen, ne? So, ich werde mich jetzt mal an das Album setzen. Also, bis dann. Viel Spaß beim Watch Me Craft. Also, bis gleich. Oh. Da musste der Nieser raus. Also, was hatte ich gesagt? Viel Spaß beim Watch Me Craft, ihr Lieben. Es kamen ja so viele Fragen zu meinem Urlaubsalbum mit dem Korkeinband und vor allen Dingen mit der Ringbindemechanik, wie das so funktioniert. Deshalb erkläre ich das jetzt hier nochmal ein bisschen mehr, beziehungsweise was ich dazu so weiß und wie ich damit arbeite. Also, diese Teile. Die kennt ihr eigentlich aus ganz normalen Ordnern auch, sind Ringbindemechaniken, gibt es so im Shop von Kreativdepot auch zu kaufen. Dahinter steht immer noch eine Zahl, eine Millimeterangabe. Das bezieht sich auf den Durchmesser der Ringe. Und tatsächlich sollte man eher größere Sachen, größere Ringe kaufen, denn umso höher der Stapel wird, umso schlechter lässt es sich nachher blättern bei so kleinen Ringen. Ich weiß zum Beispiel jetzt für mein Album, dass ich hier 12 Taschen einbauen möchte und ich gucke gleich mal, ob diese 12 Taschen vielleicht wirklich noch in diesen kleinen Ring hier passen. Also klein heißt, der ist jetzt 3 Zentimeter im Durchmesser. Und das könnte eng werden mit 12 Taschen. Vielleicht wird es ein dickeres Album diesmal, größer, ne? Hier habe ich jetzt Ringe, der ist dann 4 Zentimeter. Dann müsst ihr auch, wenn ihr solche Ringbuchmechaniken kauft, drauf achten oder lesen, ob die schon mit Hohlraumnieten dazu geliefert werden. Denn die braucht ihr zum Befestigen. Hohlraumnieten sehen so aus. Und ich brauche wieder dringend neue, denn ich habe nur noch ein paar
zum Befestigen. Also ihr habt einmal hier diesen, wie so einen Druckknopf und dann die Niete. Vielleicht habe ich jetzt auch noch eins weniger. Nee, da ist er. Der dann hier nachher hier drinnen verpresst wird. Und damit befestigt man dann die Ringbuchmechanik hier durch die Graupappe nachher mit durch und auf dem Rücken der Graupappe wird das dann hier ineinander geschlagen, verpresst, verkloppt. Die einen machen es so, dass das hässliche Teil, sag ich jetzt mal, innen ist. So mache ich es zum Beispiel gerne. Und diese hübsche glatte Seite außen auf der Rückseite zu sehen ist, weil ich mir sage, wenn nachher meine Mechanik hier drinne ist und hier die Blätter drüber sind, dann sieht keiner dieses Teil und achtet da drauf. Aber für mich ist dann so, dass der Rücken schön aussieht und andere sehen es genau andersrum. Denen ist es dann wichtiger, dass es hier drinnen alles hübsch verschlagen ist. Die passt also auch genau hier rein. Vielleicht ist es auch so gedacht. Aber wie gesagt, das funktioniert von beiden Seiten. Dann würde halt dieses Teil hinten aus dem Album rausgucken. Das ist gehupft wie gesprungen. Kannst du halten wie ein Dachdecker, wird der Opa sagen. Oh, ich habe doch noch welche. Guck mal, hier ist noch eine. Vielleicht liegt hier auch noch irgendwo dazwischen noch einen zweiten Nietenkopf. Keine Ahnung. Also ich habe hier auch noch, das ist so meine Kiste für diese ganzen Mechaniken, wollte ich gerade sagen, für so Alben und auch oh, mein Kopf fürs Bauen von Graupappe-Geschichten, so schicken Sachen, ne? Hier die Patronenknöpfe kann man so als, ja, kann man auch auf so einen Albumdeckel nehmen zum Öffnen und Schließen. Das hier sind so Splinte zum Verschließen von Gummibänderenden. Hier genauso. Wenn man das aber, das ist eher so ein, so ein Kippsplint. Da kannst du auch so ein Gummiband drinne, das Ende des Gummibandes drin befestigen, indem du die beiden Seitenteile hier rumklemmst mit einer Flachzange und das Gummiband da drin einklemmst und dann kann man das durch ein Loch schieben und dann klappt sich dieser Splint auf und dann passt der nicht mehr zurück durchs Loch. Also dann ist das Gummiband quasi hinter dem Loch fixiert. Ja, muss man sehen, damit man das vielleicht auch besser versteht, wenn ich so einen Blödsinn hier erzähle. So, und das hier sind Buchschrauben. Das sind auch, ist auch eine Bindung quasi, eine Bindemöglichkeit, wie man Albumseiten fixiert. Das heißt also, die Albumseiten werden gelocht, darüber geschraubt, darüber geschoben und dann kann man das hier so zuschrauben. Und dann sind hier alle Seiten auf einer Buchschraube fixiert. Könnte man auch mal wieder machen, so ein Album. Boah, ich kriege schon wieder so viele Ideen, was man alles machen kann. Und das hier sind die Buchecken zum Schutz von den Buchdeckelseiten. Das können wir eigentlich jetzt auch bei dem Album gleich machen. Muss ich mal gucken, dass ich dran denke, dass das Album Buchecken kriegt. So, so viel dazu. Zu der Buchmechanik, Ringbuchmechanik. Und heute werde ich mein Album mit Textilklebeband arbeiten, also die Bindung quasi damit machen. Wobei ich schon sehe, dass das von der Höhe her knapp werden könnte. Oh, naja. Ihr müsst ja bedenken, diese Mechanik muss ins Album passen. Das heißt, der Buchrücken muss auch mindestens einen Zentimeter höher sein als die Mechanik, damit das der Deckel auch schließt. Sonst steht der Deckel ja nachher über der Mechanik so hoch auf, ne? Das wäre ja auch ein bisschen blöde. Funktioniert nicht. Und dieses Textilband ist bei mir jetzt zum Beispiel 8 cm breit. Und es soll ja den Buchrücken einfassen und auch noch auf Buchdeckel und Buchrücken geklebt werden, um das Ganze zu verbinden. Deshalb sowas nicht zu schmal wählen, ne? Wenn ihr mit einer Ringbuchmechanik arbeitet. Ich muss gerade mal überlegen, du. Wir machen jetzt erstmal das Innenteil fertig. Dann sehe ich, wie hoch mein Inhalt für das Buch wird. Daran erkenne ich, wie hoch meine Ringbuchmechanik sein muss. Und dann weiß ich, ob ich überhaupt mit Textilklebeband den Rücken arbeiten kann. Weil hierfür zum Beispiel wird es zu schmal werden. Das funktioniert nicht mehr bei der großen. Also, dann erstmal ran ans Album. Die Taschen, die ins Album kommen, bestehen aus
A4-Papier habe ich jetzt hier. Das ist Aquarellpapier wieder, dass ich da ein bisschen drauf rumkleckern kann und so. Weiß ich noch nicht, wie ich es gestalte, aber damit lasse ich mir alle Möglichkeiten offen. Das ist das von Rossmann. Finde ich super, kann ich sehr gut mitarbeiten, hat eine schöne Stabilität und ist nicht zu teuer. Und die Seiten bereite ich mir vor, indem ich die kurze Seite oben anlege und links, nee, rechts ist das, rechts bei 1 cm Falze und bei der linken Seite bei 10 cm. Dann drehe ich es um 90 Grad, sodass die lange Seite oben anliegt und dann falze ich wieder links und rechts bei 2 cm. Und dann halbiere ich das Papier bei 14,8. Und somit habe ich das Grundelement für zwei Taschen aus einem A4-Papier gemacht. Es soll ein Geburtstagskalender werden, also wo ich die Geburtstage eintragen kann, wieder, entweder zum Verschenken oder vielleicht behalte ich es diesmal selber, mal wieder eine andere Variante. Das heißt, ich brauche 6 mal A4-Papier für 12 Monate. Also wie gesagt, rechts bei 1 cm falzen auf der kurzen Seite, links bei 10 cm, 90 Grad drehen, links und rechts bei 2 cm falzen. Und bei 14,8 dann schneiden. Die Taschen baue ich wie folgt zusammen. Ich schneide hier dieses kleine Rechteck so aus, dass ich hier an der Seite schön gerade bleibe, also auf der Falzlinie. Und hier die Klebelasche, die schräge ich ein bisschen an, damit da nichts oben unten rausguckt. So, das war's schon mit dem Schneiden. Jetzt wird gefalzt. Klebelasche nach innen und die Tasche zumachen. Und dann kommt auch nur Kleber auf die Klebelasche. Und die Tasche selber ist ja nachher verschlossen, wenn ich sie hier einhefte. Ich habe hier die Falzlinie, damit ich das nachher schön blättern kann. Beziehungsweise eigentlich auch für die Optik, weil richtig knicken muss ich es ja gar nicht. Ich kann ja in der Ringbuchmechanik auch so umblättern, ne? Ja. Theoretisch könnte man das hier hinten auch noch zukleben. Brauche ich aber nicht, weil eigentlich kann ich mir sparen den Arbeitsgang, weil die Tasche ja durch die Ringbuchmechanik begrenzt wird. Also das, was man nachher reinsteckt, das kann hinten nicht rausflutschen, weil da sind ja dann die beiden Ringe, die das dann zusperren hier hinten. Ich habe jetzt also meinen Stapel hier durchgefalzt und geklebt, habe ihm jetzt hier noch so einen Eingriff verpasst. Dafür habe ich einfach die 5 cm, also die Hälfte hier der Höhe abgemessen, kleine Markierung gemacht, mir eine Handstanze als Kreis, ich glaube, das ist jetzt hier 1 Inch genommen und einfach so einen kleinen Eingriff rausgestanzt, das Ganze dann immer für die nächste schon als Schablone genommen und mich also an dem ersten Stanzteil orientiert, Stanze rein und geguckt, dass ich genau wieder in dieselbe Richtung komme und habe dann jetzt alles durchgestanzt. Jetzt weiß ich, wie hoch mein Stapel ist und der ist genau 3 cm, wenn er so ein bisschen aufspringt. Da kommt ja nachher auch noch ein bisschen was rein, also hier so eine Einschübe. Das heißt, er wird ein bisschen lockerer geplant von mir. Und wie gesagt, das sind jetzt 3 cm. Und damit werde ich mich jetzt hier auch an der 3 cm Ringbuchmechanik versuchen. Es müsste gerade so hier reinpassen. Das Ding ist,
Umso höher der Stapel, umso mehr geht, rutscht das hier so auch nach hinten und dann verschiebt sich auch der ganze Stapel, wenn man das hier so einheftet. Ja, ist bei einer Ringbuchmechanik so, dass das jetzt hier nicht alles dann glatt abschließt, ne? Ganz normal. Dann habe ich mir meine Graupappe schon zugeschnitten. Habe das Ganze so bemessen, dass ihr immer davon ausgehen müsst, dass die Ringbuchmechanik kommt ja auf die Rückseite. Nicht hier. Manche machen den Fehler und pressen das an den Buchrücken. Das funktioniert nicht. Denn wenn ihr dann das Buch aufklappt, dann werden die ganzen Seiten mit rübergerissen. So, dann flattert das hier so auf. Es lässt sich nicht gut blättern. Also so ist es nicht gedacht. Das kommt immer eigentlich, wenn man es vernünftig machen möchte, auf die Rückseite. Dann rechne ich immer so, dass ich von der Ringbuchmechanik noch 1 cm hier bis zum Buchrücken rechne, nicht von dem Loch aus, sondern von dem äußeren Ring. Denn wenn ich das Loch nur 1 cm rüber setze, dann geht das Buch nie nicht mehr richtig zu, ne? Also dann kommt ihr hier mit dem Ring so ein bisschen in die Quere. Also müsst ihr da ordentlich Platz einrechnen für die Mechanik. Und dann habe ich hier dann später die Taschen da drinne. Ich habe das jetzt großzügig berechnet, dass wir hier auch so ein bisschen rübergehen können mit dem Ganzen und oben und unten schön Platz haben und weil die Maße einfach günstig waren. Denn was habe ich gemacht? Ich habe einfach eine Graupappe in A4 halbiert. Das heißt, meine Maße sind 21 cm lang, 14,8 cm hoch. Jetzt brauchen wir einen Rücken, der ist 1 cm höher als meine Ringbuchmechanik, also der ist jetzt 4 cm breit und dann genauso hoch wie Buchdeckel und Rücken, also 14,8 cm. 4 mal 14,8. So, als nächstes müssen wir jetzt also erstmal das Album hier einbinden, schick machen, bevor wir dann die Mechanik reinklicken können und dann noch das Innere gestalten. Also so ein Album mal eben gemacht, das funktioniert nicht. Da könnt ihr auch so 1, 2, 3, 4, 5 Stunden einplanen manchmal, ne? Je nach Gestaltungsgrad. So, und ich werde tatsächlich es versuchen, mit dem Textilband zu binden. Das müsste gerade so hinhauen mit den 4 cm. Und jetzt gucke ich mal, welches der beiden Designpapiere ich haben möchte. Aus dem neuen Release, was hier zu meinem Grauton passt. Von den Maßen her gehe ich ja immer davon aus, dass ich 2 cm ringsrum anknüpfe. Aber hier brauche ich nur auf der kurzen Seite oben unten 2 cm und auf der langen Seite brauche ich nur rechts 2 cm, weil die Seite brauche ich nicht umschlagen. Da kommt ja mein Textilklebeband gleich drauf. Hier sind jetzt also meine Zuschnitte. 23 cm mal 18,8 cm. Auf den drei Seiten, wie gesagt, schon mal meine 2 cm angezeichnet wieder, dass ich gleich weiß, wo ich klebe, dass das alles denselben Abstand hat. Das mag ich ganz gerne. Dann hier mein Buchleim geschnappt, breiten Pinsel und einen Lappen, der eine Seite irgendwo, eine Seite da nass ist, dass ich, wenn ich schmiere, auch gleich wieder für Ordnung schaffen kann. So. Und jetzt pinsel ich, glaube ich, heute mal die Graupappe ein, warum auch immer, damit das Papier, glaube ich, nicht so durchnässt. Generell mache ich es jetzt hier ein bisschen nicht ganz so feucht mit dem Buchleim, weil das Papier sonst irgendwie so doll sich verzieht und das Ganze sich auch biegt, ne? Also umso mehr Feuchtigkeit ihr da jetzt reingebt, umso mehr kann es sein, dass die Buchdeckel rund werden, dann müsst ihr die pressen. Also generell sollte man eh seine Graupappe-Projekte dann pressen, also irgendwie beschweren für über Nacht einmal, bevor man damit weiterarbeitet. Für sowas habe ich keine Geduld. Ich versuche es dann eher so auf die Technik mit wenig Flüssigkeit, also nicht ganz so feucht arbeiten, dass die Graupappe sich so wellt. Beziehungsweise biegt, ne? So, jetzt hier Arbeitsplatz sauber machen.
Die Graupappe, Quatsch, die Graupappe, das Designpapier braucht ein bisschen mehr Zuwendung. Deshalb biege ich das zum Beispiel schon mal einmal so über die Kante so ein bisschen vor, damit es weiß, wo es gleich hingehen soll und schön vorsichtig, damit es nicht bricht. Und ja, das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel viel lieber mit Buchlein arbeite, weil Buchlein nicht ganz so sensibel ist, nicht ganz so zickig. Jetzt wird aber auch das hier schön mit Kleber eingepinselt, also mit Buchleim. Schön in die Kante hier rein, dass es auch da anliegt gleich. Und dann gehe ich mit meinem Falzbein erstmal hier an der Kante entlang, dass ich hier schon mal eine gerade Kante, eine schöne scharfe Kante bekomme. Und dann ziehe ich mir das Papier mit beiden Händen hier rum. Gehe auch hier wieder über die Kante, immer vorsichtig, dass das Papier nicht bricht. Und lege das schön auf die Graupappe. So sehen jetzt die bezogenen Pappen aus. Ganz gut geworden. Also hier ist nichts gebrochen. Hat gut funktioniert. Aber ihr seht schon, dass sie einen kleinen Flitzebogen machen, ne? Also man müsste sie eigentlich jetzt über Nacht einmal gepresst trocknen lassen, dass die Feuchtigkeit dann da raus ist und die Jungs wieder gerade sind. Habe ich jetzt keine Zeit für. Ich habe mir schon den Spiegel, also für die Innenseiten, die Verblendung zurechtgeschnippelt. Die sind oben, unten, Seite 0,5 cm kleiner als das Original. Das heißt also, ich glaube, meins habe ich jetzt auf 14 cm Höhe genommen und 20,5 Länge. Weil ich jetzt nicht noch mehr Feuchtigkeit da reingeben möchte, habe ich mir hier einfach doppelseitiges Klebeband schon draufgezogen. Ich habe hier so ein schönes breites, gibt es auch im Shop von Kreativdepot, von Craft Emotions ist das. Einfach zwei Streifen drauf. Kann ich ja noch mal ein bisschen festbügeln. Dann abprügeln. Wo ist hier meine Pixie? Da. Pix-Spitze ist hier auch mit bei diesem geilen Stift. Da haben auch einige nachgefragt, ne? Der ist von X-Cut. Irgendwas mit Stick oder so heißt der Stift. Kann man mal googeln. Gibt es wohl noch in anderen Online-Shops so zu kaufen. Und jetzt konzentrieren. Hier gibt es nur einen Versuch mit dem Klebeband, dass das schön gerade drauf kommt. Jetzt nehme ich hier mein Textilklebeband. Das ist also auch Buchlein, was aber schon eben eine Seite klebt. Da ist jetzt so eine Schutzfolie drauf. Ich möchte das also einmal im Ganzen rumkleben. Das wird nicht so ganz einfach werden vielleicht. Mal gucken, ob ich das gerade hinkriege. Also ich gehe jetzt hier von, sagen wir mal, 15 cm aus, also 14,8. Das Ganze dann doppelt, weil eine Seite und dann nochmal die Rückseite. Sind wir bei 30 und damit ich das ein bisschen Spielraum habe, überlappend kleben kann, gehe ich hier auf 31 cm. Schneide mir hier also einen Streifen von 31 cm Länge ab. Das hat ja auch gut geklappt. So. Den müsste man wohl noch mal bügeln, so wie es aussieht. Den fixiere ich mir hier auf meiner Glasmatte. Zwar so, dass der hier schön an einem Strich ausgerichtet ist, an einem geraden.
So, jetzt weiß ich, dass meine Graupappe 4 cm ist. Das heißt, ich habe hier ein Textilband von 8 cm. Das heißt, links und rechts habe ich 2 cm übrig. Beziehungsweise 0,5 mache ich dazwischen einen Rand. Also ich mache mir eine Markierung links und rechts bei 1,5 cm. Und dann pulle ich diese Trägerfolie auf einer Seite ab, genau bis zu diesen 1,5 cm. Falz mir das hier um. Und nun nehme ich mir eins meiner Graupappe-Teile hier, die bezogenen, und zwar mit der Seite, die hier gerade abschließt, die nicht umgeschlagen ist, die also wo die Graupappe hier noch rausguckt an der Seite, und versuche mir hier unten noch eine gerade Linie zu setzen, anhand derer ich mir hier unten das auch noch irgendwie alles in einer Flucht ausmale, und dann gehe ich mit der Graupappe genau hier an die Kante. So. Zack. Dasselbe Spiel jetzt auf der anderen Seite. Jetzt kann der Rest hier auch raus. Jetzt muss nämlich der Buchrücken hier zwischen. Gucken, dass wir uns hier auch nochmal kleine Hilfe machen. Und jetzt muss hier links und rechts derselbe Abstand sein, 0,5 mm. Schön nach oben, zack. So, anpressen. Jetzt nehme ich mir mein Falzbein. Und von unten hoch schon mal das Buchlein und versucht das so gerade wie möglich hochzuziehen und drauf zu kleben. Erst die Mitte, dann schon mal hier anmodellieren in die Falze hinein und dann festkleben. Und jetzt das Stück von oben gegenkleben. Also auch wieder schön erst hier anmodellieren, an die Kante ran. Dann mittig drauflegen. Gar nicht mal so einfach, ne? In die Falz rein und drüber. Ja, hätte schöner werden können, aber in der Regel ist das so bei mir. Und wenn wir es nachher zuklappen, sieht das eh kein Mensch mehr. So, das wäre jetzt das Album von außen, der Album-Einband. Jetzt sind wir endlich so weit, dass wir auch die Ringbuchmechanik einbringen können. Dafür gucken wir, dass wir den schönen Abstand hier überall bekommen. Wo ist mein Lineal? Da. So, dann wie gesagt wichtig, dass der Deckel hier zuklappen kann noch. Einmal getestet. So. Und ich verdecke jetzt hier mit meiner Ringbuchmechanik schon mal die eine Seite von dem Buchlein. Können wir noch mal messen,
ob das alles selben Abstände sind. So 2 und 2. Und von oben, da ist 1,8 und ja, 2 Millimeterchen verschoben. Wird kein Mensch sehen. Dann nehme ich mir meine Crocodile. Hau hier die großen Löcher durch. So, dann wird die Ringbuchmechanik hier eingefügt. Kommt die Niete hier durch. Und von unten das Gegenstück. Schon mal drauf geproppt. Kriegt man schon einmal so einen kleinen Plop zusammen. So, oben auch. Selbes Spiel. Ups. So, und plopp. Jetzt wackelt das aber noch wie ein Lämmelschwanz und jetzt muss man das eben miteinander verpressen. Dafür habe ich hier zum Beispiel dieses Eyelet-Setzinstrument schon etwas länger. Damit habe ich das sonst gemacht. Da kann man hier zum Beispiel mit dem einen irgendwie die Löcher durchschlagen und das ist eben hier das Teil zum Verpressen. Aber ich wollte eigentlich ausprobieren, ob das nicht auch mit der Crocodile geht, wenn man hier das so einstellt, dass auf der Seite, wo sonst die Öse drin ist, gar nichts ist. Und auf der anderen Seite dieser kleine Nuppi, also die Einstellung mit der 4 hier drin ist. Gucken, ob das geht. Wie sieht's aus? Ja, super. Geil. Also es geht sehr schön mit der Crocodile. Muss ich da nicht mehr drauf rumhämmern wie eine Irre? Von hinten sieht es jetzt so aus. Da gucken jetzt glatte Nieten raus bei mir. Und wenn man es aufklappt, sieht es bei mir so aus. Jetzt fehlt noch das Innenleben. Die müssen jetzt alle gelocht werden. Und dekoriert werden und die Einschübe fertig gemacht. Ja, ist noch ein bisschen Arbeit, ne? Also jetzt fehlt mehr so der kreative Teil, fehlt jetzt noch das Dekorieren. Aber ich hoffe, ihr habt gesehen und schon mal verstanden, wie das mit der Ringbuchmechanik funktioniert. Das Album ist fertig, beziehungsweise Album, naja, ein Ordner für Geburtstage. Also es ist schlicht und einfach, weil ich eigentlich ja nur euch die Ringbindung zeigen wollte und dann mich nicht ewig jetzt wieder an dem Inhalt aufhalten wollte. Das kann ja manchmal auch in Tage ausarten, auf alle Fälle viele, viele Stunden. Und wenn ich ganz schnell etwas hübsch gestalten möchte, dann arbeite ich sehr gerne mit Wrap-ons. In diesem Fall habe ich mich an dem Eukalyptus-Thema orientiert und habe Eukalyptus Soft Rub-Ons genommen und die einfach auf jede Tasche draufgerubbelt. Dann seht ihr schon, ich habe wieder mit Klecksen gearbeitet, liebe ich ja sehr.
Diesmal auch in dem Farbton Opal. Kann ich jetzt auch mal wieder zumachen, ist getrocknet. Das sind also die Coliros in Opal, die da so ein bisschen schimmern im Hintergrund. Und vorne drauf habe ich dann überall den Monat gestempelt. Und der Monatstempel ist aus dem Set. So, habe ich vermüllt. Nee, hier auf der Seite liegt es. Aus diesem Set von Carolas Bastelstübchen Planner. Weil ich einfach die Schriftart auch so schön finde, nehme ich die sehr gerne für sowas. Es gibt auch noch dieses Set. Das ist ein Bullet Journal. Da sind die Monate halt etwas fetter. Oder hier oben auch wieder so schöne Schrift, aber sehr klein. Und ich wollte es diesmal ein bisschen größer haben, dass man die Monate gut lesen kann. Ich habe das jetzt hier so diesmal ohne Kamera fertiggestellt. Dieses Gestempel, Gekleckse gemacht, weil ich nebenbei ein bisschen Podcast gehört habe. Und dann mache ich das alles mit dem Handy. Dann kann ich nicht doppelt filmen oder so. Aber es war jetzt so wieder so eine Abschalt-Therapiestunde hier, das Basteln. Weil das echt, das ist easy peasy, ne? Ein paar Motive ausschneiden, draufrubbeln, vorher klecksen, das schön trocknen lassen, die Monate stempeln. Und dann habe ich natürlich überall auch schon die Einlegerkarten fertig gemacht. Und das ist halt auch ja, Fleißarbeit. 12 Monate zu bestempeln und das habe ich auch mit der Stempelhilfe gemacht. Ging eigentlich relativ gut. Die Linien sind aus dem Set Freundschaftsbuch 1 hier. Habe ich oben einmal angesetzt, 12 Monate durchgestempelt, dann mit der Stempelhilfe hier unten angesetzt, nochmal 12 Monate durchgestempelt. Das Ganze oben wieder die Monate, auch in derselben Schriftart gewählt. Wie vorne drauf, dass das alles schön zusammenpasst. Die Karten haben übrigens eine Größe bei mir von 13 cm mal 9,5 cm. Das heißt, für 12 Monate kommt ihr mit 3 A4 Papieren auch hin, um die Karten hier drin nochmal fertig zu machen. Und ja, es ist so eine kleine Fleißarbeit schon, aber auch irgendwie ein bisschen entspannt, weil nur auf der Couch liegen kann ich gerade nicht. Die Erkältung, wie gesagt, die Jugend kickt gerade so richtig. Kriege schlecht Luft, aber nur rumliegen ist auch blöd. Ich kann das nicht gut ertragen. Ich habe auch innerhalb von 2 Tagen jetzt das Internet leer geguckt. Das langweilt mich dann auch wieder. Und vor allen Dingen, wenn man so viel Inspiration auf Instagram sieht, möchte man selber auch wieder kreativ werden. Aber der Kopf ist schon ein bisschen matsch gerade. So, das ist das Innenteil. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen zu erwähnen. Ansonsten fragt einfach wie immer. Und hier vorne drauf sieht es jetzt so aus. Geburtstag ist da zu lesen. Dann hier die neue Eukalyptusstanze. Habe ich mit Aquarellfarbe vorher so ein bisschen das Aquarellpapier eingefärbt und dann erst ausgestanzt. Macht irgendwie einen schöneren Effekt, als wenn ich direkt hier drauf rumpinsel, finde ich manchmal. Also es sind 2 verschiedene Effekte, ne? Ob man es erst ausstanzt und dann anpinselt, finde ich, sieht immer anders aus, als wenn man aus einer Fläche, die schon angepinselt ist, dann was ausstanzt. Dann habe ich, oh Sekunde, einmal habe ich gerade Schnotti. So, schnaut gleich weiter. Dann habe ich hier im Hintergrund die Rosmarinzweige. Hier sind sie. Rosmarinset, so heißt es, von Annika Flebbe noch genommen, weil ich noch Gestrüpp brauchte, so ein bisschen, weil dieser Farbton sich nicht so richtig vom Hintergrund abgehoben hat. Das hat mir nicht gefallen, also brauchte ich noch irgendwie was Weißes zum Hinterlegen. Im Endeffekt sieht da doch keiner, ob das nur Rosmarin ist. Und selbst wenn, Rosmarin ist auch dekorativ, wie ich finde. Dann habe ich hier das Wort Geburtstag aus dem neuen Stempelset geklaut. Oh, ist die Party schon vorbei? Und zwar fand ich diesen Schriftzug so schön, dass ich den haben wollte. Und habe erstmal alles ringsrum abgeklebt, hier mit so Washi-Tape, was nicht abgestempelt werden sollte. Bevor ich hier anfange, diese schönen Schriften zu zerschneiden, mache ich das dann lieber so. Also das hier oben abgeklebt bis hier und das hier unten abgeklebt. Dann eingefärbt den Stempel mit Tinte. Ich habe übrigens alles wieder mit eher zarterer
hellerer Tinte gestempelt. Ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied seht. Also ich habe wieder Morning Mist genutzt für alle Stempelabdrücke, weil ich finde, dass das Album ziemlich hell ist. Und dann wäre mir Nocturne wahrscheinlich etwas zu krass. Wie man mag, ne? Also ist das so ein dunkles Grau eher als schwarz. Ja. Wenn alles eingefärbt ist mit der Tinte, dann ziehe ich das Washi-Tape ab. Und dann ist das Geschmiere hier auch weg, wo die Tinte auch mit drauf gelandet ist auf dem Washi-Tape. Und es bleibt nur die Tinte auf dem eigentlichen Schriftzug, den ich stempeln möchte, übrig. Habe ich mir auf weiß dann abgestempelt und mit dem Kleintext 2 hier das große Teil, das passte genau für den Schriftzug, dann ausgestanzt. Ja, und was ich noch gemacht habe, ist Siegeln. Ihr seht hier noch die Reste. Ich habe hier auch noch ein Siegel, Freupost, von letztem Freitag schon mal fertig gemacht, weil ich nämlich den Plan habe, mir zu diesem Album auch noch eine Box zu bauen aus Graupappe, passend, wo ich dann schon einmal den Monat, die Monate reinsortieren kann mit fertigen Karten, dass das schon vorbereitet ist und man die nur noch abschicken muss. So ist der Plan. Muss ich mal schauen, ob ich das noch schaffe, weil im Moment ist gerade die Luft ein bisschen raus wieder. Die Energie, sagen wir es mal so, die fehlt gerade. Jedenfalls habe ich hier auch Siegel drauf. Weiß nicht, ob ihr es erkennt. Das ist die Wimpelliebe hier. Dieser längliche Siegelkopf. Und ich habe mir das ausgeschnibbelt. Habe den Rest weggeschnitten und nur die Wimpelkette ist übrig geblieben. So drei Stück verteilt. Drei ist immer eine schöne Zahl fürs Auge. Immer ein bisschen ungerade. Deswegen auch hier 5 Tropfen. Die dürfen im Moment nicht fehlen. Das ist so gerade mein Lieblingselement. Ne? Ich sage ja immer wieder, gibt so Phasen, was man gerade schön findet. Das wiederholt sich dann. Ne? So, und natürlich Nylongarn ist hier auch mit drauf in den Farben Weiß und Meergrün. Hier. Und zum Schluss für dieses Album wollte ich euch ja noch zeigen, wie die Buchecken angebracht werden, wie ich das jedenfalls mache. Also ich hatte früher die Möglichkeit, unten im Keller hatte mein Mann eine Werkbank, da war so ein Schraubstock, da habe ich die dann eingeklemmt und der Schraubstock war mit so Gummilippen bezogen, dass mir das Metall nicht zerkratzt. Und dann habe ich das dazwischen geklemmt und dann den Schraubstock langsam zugedreht und dann quetscht sich das Metall hier um die Graupappe herum. Jetzt hat mein Mann das alles abgebaut für seinen Fitnesswahn. Da stehen jetzt seine Hantelmaschinen und so weiter, wie das alles heißt, keine Ahnung. Er hat sein Hobby, ich habe mein Hobby. Er weiß nicht, was Siegeln ist oder Stanzen. Na doch, wahrscheinlich mittlerweile weiß er das schon. Aber ich weiß nicht, was er da für Maschinen groß hat. So. Und jetzt mache ich das aber so. Ich habe hier eine Flachzange. Die fehlt ihm auch in seinem Werkzeugkasten. Hat er noch gar nicht gemerkt. Und muss immer gucken, welchen ich schon gequetscht habe. Das ist der gequetschte. Und damit ich mir das hier nicht zerkratze, lege ich mir so ein Tuch drum, nehme die Flachzange und drücke das Metall so mit Gefühl Stück für Stück zusammen. Einmal ringsrum um die Ecke. Vorher schön gucken, dass die Ecken an der Pappe anliegen. Und dann war es das schon. Hier passt, wackelt und hält fest. Jo. Und jetzt ist das Album endgültig fertig. Jo, finde ich ganz cool. Vor allem mit den Siegeln hier. Das gefällt mir richtig gut. Ich hoffe euch auch. Und jetzt, ja, wenn noch Fragen sind, wie gesagt, zum Thema Buchbinden oder so, dann haut raus. Ich versuche alles zu beantworten, je nach Zeitfaktor.
Zu meinem Geburtstagsalbum ist jetzt noch entsprechend hier so eine Box entstanden. Also designt im selben Stil wie das Album. Steht jetzt Vollpost drauf, denn hier habe ich schon mal vorsortiert die Karten, die Geburtstagskarten, die ich in den Monaten dann losschicken möchte, die dann noch so kommen mögen. Und ja, hier sind Einleger drin. Die ganze Kiste ist 17 cm breit, weil ich mit zwei Kartenmaßen eigentlich nur noch arbeite mittlerweile. Ich habe mich da festgelegt und damit fahre ich sehr, sehr gut. Einmal mit den 15x15 quadratische Karten oder die lang. Ab und zu schummelt sich nochmal eine ganz normale Kartengröße in, wie heißt das, C6 oder so dazwischen. Aber das ist eher selten geworden, weil ich immer zu denselben Karten auflege, in Grundkarte und so greife, umso schneller bin ich und das ist alles schön einheitlich und ich weiß, was ich brauche von den Maßen her. Daher kann ich hier mit einer Box sehr gut arbeiten, weil da alle Standardmaße bei mir drin sind. Ich habe jetzt hier so eine Trenner eingebaut für die einzelnen Monate. Hier, das ist auch nochmal eine Stanze von Kreativdepot, schon viel älter und ich glaube auch entweder schon raus oder nur noch so lange der Vorrat reicht. Dann habe ich hier die Monate drauf gestempelt, in demselben, aus demselben Stempelset, das ihr schon kennt. Und ja, bin ganz vorbildlich schon bis November durch mit Karten schreiben, eintüten und adressieren. Steht also auch schon Adressen drauf. Für das Designteam habe ich jetzt schon das alles fertig gemacht und ja, muss mal gucken. Mir fehlen jetzt noch für private Geburtstage Karten, denn tatsächlich ist mein Kartenvorrat dann damit auch wieder komplett aufgebraucht. Ich habe keine Karten mehr. Sollte man gar nicht denken. Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Das ist auch eher nur sporadisch zusammengeklebt. Hier drinne ist Buchlein, das es so nicht mehr gibt. Also habe ich hier Reste verwendet, weil das Innenleben sieht eh kein Mensch. Von außen habe ich jetzt noch die Reste von dem Textilklebeband, die Ecken kaschiert und dann das Designpapier ringsrum draufgeklebt. Ja. Und fertig ist dieses Großprojekt. Als erstes habe ich die Häuserbox jetzt mal für euch fertig dekoriert. Ich habe jetzt nicht unbedingt mitgefilmt, weil das war jetzt nicht irgendwie irgendwas, was ich groß erklären muss. Ich habe hier noch hinter die Fenster so ein Spitzenband geklebt. Das habe ich hier noch liegen gehabt. Fragt mich nicht, woher das ist. Aber, oh, ich weiß doch. Ich weiß, woher das ist, aber ich kann es nicht sagen. Auch blöd, ne? Aber ja. Dann habe ich hier die Wickelblumen aufgerollt, die kleinen Bellies. Das sind die mit den Spitzen. Da habe ich die kleine genommen. Und davon, ich glaube, sechs, sieben Stück oder so gebaut und draufgeklebt. Dann habe ich Rubbelbilder einfach auf weißen Cardstock gerubbelt und mit der Schere ausgeschnitten, dass ich da so ein bisschen Blattwerk hier noch so drunter tüdeln kann. Und hier oben drauf ist die Stanze, ist das Lesezeichen. Adventspaß-Lesezeichen-Set. Ja, so hieß es. Das sind die beiden Stanzen gewesen. Einmal also im Hintergrund die hellere, davor dann die breitere und davor einfach die kleine draufgeklebt. Und dann aus dem neuen Stempelset hier unten den Stempelspruch. Set heißt, oh, ist die Party schon vorbei? Ja, und dann noch ein paar Enamel Dots als Deko aus dem Set Eukalyptus. Richtig schöne Farben, liebe ich sehr. Und hier unten habe ich noch ein bisschen Garn rangetüdelt und so ein selbstgegossenes Teil. Passt da alles irgendwie so ein bisschen dazu. Vom Stil her eher romantisch. Die Nylon-Garnfarben sind Babyblau und Faunblau. Auch eine schöne Kombi, ne? Jo, das ist die ganze Box jetzt fertig dekoriert.
Und weil ich am Anfang des Videos ja gesagt habe, dass ich eigentlich gar keine Lust auf Weihnachtskarten oder Weihnachtssachen habe zum Basteln, ja, habe ich diese Woche richtig viel weihnachtlich gebastelt. Hier sind noch zwei Weihnachtskarten. Das heißt also, ich habe nochmal die neuen Produkte, den Layer hier, Sternlayer-Stencil benutzt. Und auch das Stempelset endlich hier, Weihnachtsdefinition 2. Also der Weihnachtsmann, der ist hier drauf gelandet. Und im Hintergrund seht ihr den Stencil. Und ich habe zwei Schichten Paste aufgetragen. Also über Nacht einmal den ersten Stencil mit den großen Sternen trocknen lassen. Und dann am nächsten Tag hier den zweiten draufgebracht. Habe dann aber erst mich dafür entschieden, das als Stanze hier nochmal zu layern. Und habe dann quasi die Paste durch die Big Short gedrückt. Dadurch ist das jetzt noch ein bisschen flacher geworden und hier fehlt jetzt auch ein bisschen Paste. Klebt nämlich auf der Platte von der Big Short. Also vielleicht sollte man das entweder vorher schon mal stanzen, wenn man das weiß, wie man das hätte gerne. Oder man lässt es halt eben nochmal durchtrocknen, bevor man es dann durch die Big Short jagt. Aber der Effekt war ein bisschen döller, bevor ich es quasi wieder gebügelt habe in der Big Short. Ja, das ist die erste Weihnachtskarte. Das hier ist eine Stanze von letztem Jahr. Das Winterblatt von Frau Blütenstempel. Ich liebe die ja alle sehr. Ich bin ja floral, finde ich ja einfach toll. Und tatsächlich sind hier auch Blümchen drauf gelandet. Ich habe ja so Streuzeug, da habe ich ja so ein Fimmel für. Liebe ich ja sehr. Auch die Glitzersteinchen wieder alles aus meinem Bestand und die kleinen rosa Pailletten. Und tatsächlich war die Schablone hier noch ein bisschen dreckig, weil ich nämlich vorher auf dieser Karte hier mit Farbe gearbeitet habe, mit der Schablone. Und deswegen sind hier einzelne Sterne auch so leicht eingefärbt, weil die Paste die Farbe angenommen hat von der dreckigen Schablone. Aber im Nachhinein finde ich das echt schön, dass da jetzt noch ein bisschen Farbe mit drin ist und es nicht ganz schlicht weiß geworden ist. Im Hintergrund habe ich hier noch Pünktchen gestempelt. Das sind die Punkte. Ach, da. Aus dem neuen Stempelset Adventskalenderzahlen für kleine Text 2. Hier unten dieses Schneegestöber. Habe ich so Ton in Ton hier noch in den Hintergrund gesetzt, dass das Ganze noch mal ein bisschen auflockert. Ja. Und auf der Karte, ja, ich wollte es nicht wegschmeißen, aber tatsächlich ist mir das irgendwie doch zu viel Farbe im Moment. Aber vielleicht ändert sich mein Geschmack oder der Geschmack anderer Leute ist ja sowieso anders und jemand findet die Karte trotzdem schön. Deshalb ist sie fertig geworden, die Karte, und ich, ja, sie ist jetzt nicht hässlich, aber ich mag es lieber in dem Stil. Also hier habe ich jetzt mehrere Schichten Farbe übereinander gelayert. Dadurch ist die Farbintensität ein bisschen döller geworden, je kleiner der Stern wurde. Gespritzt nochmal im Hintergrund mit Pinsel. Dann habe ich hier eine andere Schablone noch benutzt, oben drüber, so bröckchenweise. Sind die Sterne von Frau Blütenstempel. Und vorne drauf die neue Geschenkbandstanze. Ja, Geschenkband, so heißt sie. Hier auch, also aus Designpapier, wollte ich gerade sagen, aus Cardstock. Ausgestanzt und drauf, und das Frohe Fest stammt aus diesem Set hier. Weihnachtsanhänger. Da gibt es ja die passenden Stanzen dazu, aber ich habe jetzt nur das Frohe Fest als Schriftzug da drauf gestempelt. Und das war es im Prinzip auch schon. Ein bisschen mit Transparentpapier im Hintergrund gestapelt, um das ein bisschen aufzulockern. Und ja, fertig ist das Ganze.
Und zum Schluss des Videos lasse ich euch noch eine weitere Advents-Inspiration da, eine weihnachtliche. Und zwar habe ich schon den ersten Adventskalender fertig gebaut. Ja, was man alles so schafft vorm Fernseher, ne? Ich habe kleine Boxen gewerkelt. Und zwar sind das diese Stülpboxen. Flupp. Passt auch mindestens eine Lindkugel rein von der Größe her. Sind gar nicht so winzig. Und gebaut habe ich die mit der The Cube Moderscrap Stanze. Schon ewig in meinem Bestand. Ich glaube schon 2 Jahre mindestens. Kann man natürlich auch selber per Hand werkeln. Aber ich habe jetzt gekurbelt und das dann zusammengeklebt. Es ist schon ja, eine gute Stunde Arbeit. Das Kurbeln und Falzen. Ich denke eher, sagen wir mal lieber 2 Stunden Arbeit. Für die Boxen allein schon zum Zusammenkleben nachher. Dann natürlich diese ganzen Garne da dran tüdeln. Also ich habe hier oben gelbes Band durchgefädelt. Sind überall Ösen drinne, damit das ein bisschen hochwertiger aussieht. In Immergrün von Kreativdepot. Da sind ja 40 Stück in der Packung. Also da kommt ihr 2 Adventskalender. Na, nicht ganz, ne? Aber ein Adventskalender. Und da war wohl der Akku vom Mikrofon alle. Leider zeigt er mir das vorher nicht an, der kleine Stinker. Also, was ich da noch erzählt habe, ist, glaube ich, dass man mit einer Packung mit 40 Stück gut ein Adventskalender bestücken kann und noch was übrig behält von den Ösen, von den Eyelets. Außerdem habe ich da die neuen Stempel benutzt. Sie heißen Adventskalenderzahlen für kleine Text 2. Komm, hol sie ins Bild, Jenny. Da sind sie. Genau. Und ich zeige euch gleich auch nochmal die Stanzen dazu. Hatte ich ja aber auch am Anfang schon einmal gezeigt, ne, dass das alles schön zusammenpasst. Und die habe ich da alle dran getüdelt. Dann noch in Gold embossed mit meinem Lieblings-Embossing-Pulver von Wow. Das Metallic Gold Rich oder Rich Gold in Superfine. Ich glaube, das suche ich gerade aus der Schublade für euch raus. Und ich finde, es sieht richtig schön aus. Das Goldene auf dem Grün, so die Farben, ja, sind jetzt nicht so besonders klassisch, dieses Rot und Grün, sondern es ist jetzt Goldgrün und ich finde es tatsächlich auch ein bisschen schöner. Das ist jetzt so mein Geschmack. Ja, aber das war es dann jetzt endlich für diese Woche. Das Video ist besonders lang geworden, aber ich hoffe, ihr hattet Freude beim Zuschauen und ich bin froh, dass ich jetzt schon mal den ersten Adventskalender fertig habe im September. Aber ja, kann jetzt auch erstmal keinen Adventskalender mehr sehen. Naja, sind ja nur noch so ein paar zu basteln bis Dezember dann. Was soll's? Aber einer ist ja schon mal jetzt erledigt. Also ihr Lieben, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich glaube, wir sehen uns erst nächsten Freitag wieder, weil ich das Mittwochspezial nicht bestellt hatte. Da waren wir, glaube ich, im Urlaub irgendwie. Also eine Woche Pause. Nächsten Freitag gibt es ein neues Video. Ich freue mich. Bleibt weiterhin kreativ. Viel Spaß, ihr Lieben. Bis dahin. Ciao, ciao. The same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.